Kommen wir zum Countdown zu F1 23. Heute noch einmal in F1 2006 Championship Edition. Wir werden mit Fernando Alonso in Monza fahren. Ich freue mich extrem. Dieses Auto ist eines meiner Top, ja, würde schon sagen Top 3 Autos auf All Time, die ich feiere, aber wirklich abnormal feiere. Diese Autos sind so unfassbar schön. Und ja, ich freue mich auch schon auf morgen, denn morgen werden wir in mein absolutes Lieblingsspiel auf der PlayStation 3 gehen, nämlich in Formel 1 2012. Abonniert dazu gerne den Channel kostenlos, dass ihr nichts mehr verpasst, und lasst doch gerne Daumen da, falls euch unser Format und auch unser Kanal gefällt. Wir dürfen uns den Startplatz aussuchen, und ich würde mal sagen, wir gehen nicht allzu weit nach vorne mit Fernando, wir starten so irgendwo im hinteren Mittelfeld, 14. Platz, denn das Auto, wir dürfen nicht vergessen, ist in diesem Jahr Weltmeister geworden, und ich freue mich auf jeden Fall. Los geht's hier, und ich freue mich extrem, abonniert gerne, wir starten los, schaut auch gerne auf TikTok vorbei, IT-Gaming, auf Instagram und auf Itz-Tobi auf TikTok. Los geht's, wir kommen sehr gut weg, besser als Diano Trulli und auch besser als Ralf Schumacher, aber jetzt müssen wir aufpassen, denn in Turn 1 wird es sehr, sehr haarig und eng werden. Wir haben zwar im letzten Rennen, wir fahren zweimal Italien, fällt mir gerade auf, und ja, seht's ein bisschen als Goodie, denn ja, der Grand Prix in Imola ist ja leider abgesagt worden. Aber angesichts des schlechten Wetters kann man sagen, ist es Gott sei Dank abgesagt worden. Wir kommen gut raus aus der Kurve. Ich muss dann auch echt aufpassen, denn es gibt keine Respawns. Und vor allem, ein Spin bedeutet dann leider auch gleich irgendwie weit nach hinten fallt. Ja, man kann spät bremsen. Hier rein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, wir sind schon auf den 11. Platz vorgewandert. Das sind schon mal 4 Plätze. Erste Lesmo. Also wenn die in Wirklichkeit so lang gezogen wäre, dann wäre das natürlich sehr cool, aber ja, das ist natürlich nicht, entspricht nicht ganz, wir verhaken uns hier, entspricht leider nicht ganz so ein bisschen den Proportionen, denn die Strecke ist, ja, ich denke mal, hier ist es sogar ein bisschen genauer, aber ich muss trotzdem sagen, das Spiel ist von 2006 und es sieht einfach toll aus. Die Schikane kommen aber sehr gut raus, alles Gras hier und auch natürlich, wie in Formel 1 2006 schon, ich hätte Spanien noch probieren sollen. Denn das wird, vielleicht probieren wir das zu unserer Road to F1 mit Spanien, der alten Schikane. Also die ist auch sehr, sehr genial, die wird auch dieses Jahr wieder gefahren. Nächste Woche oder in 2 Wochen wird das dann gefahren. Jetzt sind wir hier an Jenson Button dran, im Windschatten. Halt auf, Alter, schnell, das ist ja unnormal schnell. Die decken hier auf alle ab. So. Und so, dala. Es ist die Szene der Runden sehr, sehr cool. Felipe Massa ist 4. Wir kommen gut mit, aber ich habe die Schwierigkeiten die noch hochgedreht. Das merkt man dann auch, dass man ein bisschen länger braucht, um an die Konkurrenz dran zu fahren. So. Okay, diese Ideallinie, die ist wirklich so für den Arsch. Sorry, nur Front oder so, aber die Ideallinie ist wirklich so kacke. Ich bin da kein Fan von. Das ist wirklich unfassbar unnötig. Wann gehen wir in die Box? Ich würde sagen, 7. Runde, nein, 6 Runden vor Schluss. Also so, wenn oben noch 6 steht, werden wir dann noch in die Box gehen. Strafmodell könnten wir ausprobieren. Schadensmodell, glaube ich, gibt es nicht. Also das war dann eher so für den Fun. Wir haben es ein bisschen aufgeholt. Physikeller direkt vor uns. Und falls ihr, falls ihr noch mehr Content sehen wollt, könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Vorhin kam schon eine MyTeam-Karriere, das Saisonfinale in Abu Dhabi. Schaut auch gern vorbei. Und jetzt sorgen wir uns hier einen Physikeller dran. Mal probieren, wenn wir richtig spät sind. Also, wenn wir richtig spät auf der Bremse sind, sind wir eigentlich optimal für die Kurve. Das ist ziemlich cool. Fuck! Okay, okay. Viel zu früh wieder an der Bremse. Aber trotzdem, da können wir außen noch gut vorbeigehen. Guckt euch das mal an, wie wir hier an Felipe Massa drankommen. Aber das war natürlich auch zu dieser Zeit mit einem der schnellste Auto. Unten rechts fahren wir über 330. Also das ist schon ein Wahnsinn. Dieser Pace ist ein Wahnsinn. Ja, und da sticht einer durch. Massa, oh mein Gott. Der kommt da wieder vorbei. Die KI bremst so unfassbar spät. Und trotzdem haben die noch so einen Speed aus der Kurve raus. Das ist wirklich unnormal. Komm vorbei wieder, Bro. Also, Halleluja. Okay, man muss ein bisschen früher bremsen. Also ganz spät irgendwie dann die Bremstaste halten, ist auch nicht okay. Ja! Ach du Scheiße! Ah, das ist cool. Genau, das ist das Zurückstellen an die Track.
Jetzt müssen wir uns da wieder dran kämpfen an die Vorderleute. 7 Sekunden sind die weg, das ist krass. Oder ist der weg, das ist sehr krass. Ah, es ist nur noch der erste weg, weil Michael schon in der Box war. Das Auto sieht unheimlich schön aus. Da fällt auch auf, dass die Spiegel daneben sind beim... Mal gucken. Gibt's Track Limits in der Box? Ja, gehen wir rein, scheiß drauf. Gibt's Track Limits? Nein, gibt's nicht. Rufzeichen? Nein, gibt's nicht. Das ist eine geile Animation. Tanken! Ah, okay. X, A, A, Y. So. Achso, gut. Das ist ja geil. Ein interaktiver Boxenstopp. Und wieder runter. Oh, okay, da war ich zu langsam. Das war sehr lang. 16 Sekunden Standzeit. Aber das ist ja cool. Ein interaktiver Boxenstopp. Das ist sehr, sehr genial. Das könnte man wieder einführen. Das würde mir echt gefallen. Jetzt geht's los. Keine Strafe. Wir waren Gott sei Dank nicht zu schnell in der Box. Es sind die weißen Rillenreifen. Und aus Erfahrung weiß ich, die sind die alten ewig. Also wirklich. Gerade die Rillenreifen an sich, die hätten ja immer ewig gehalten. Aber man wollte natürlich die Autos sind ja unfassbar schnell an den Geraden durch die Rillenreifen geworden. Weil weniger Haftung da war. Dadurch wollte man mit diesen Rillenreifen den Kurvenspeed ein bisschen verringern. Ja, komme ich mal wieder rüber auch. So. Es ist schwieriger, als es aussieht. Wir sind natürlich hinter Fisichella rausgekommen. Das Gute ist, dass es nur mehr 6,8 sind. Das heißt, wir haben 16 Lauf geholt. Wir könnten hier wirklich um den Win fahren. Wichtig ist natürlich mir mal das Podium, denn endlich mal auf dem Podium stehen wäre schon cool. Und Fisichella gönne ich sie eher auf dieser Strecke zu gewinnen. Italien natürlich toll. Monza, liebe es. Jetzt ist wieder gelb im letzten Sektor. Also, ich habe keine Ahnung. 6 Runden sind noch zu gehen und jetzt wird es spannend, denn jetzt kommen die anderen rein. Vielleicht konnten wir ein bisschen Zeit gut machen auf Moi. Auf Moi? Den konnten wir. Nein, Montoya ist jetzt hinter uns. Button trotzdem vor uns. War der Boxenstopp so grottig? Nein, das gibt's ja nicht. Button ist auch hin. Das war Button, okay. Das ist die Anzeige geht ein bisschen zeitverzögert. Wir haben noch 5 Runden zu gehen. Und es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Unser erstes Podium. Denn Kimi war noch nicht drin. Und dann sind wir wieder... Alter, fuck! Hatte Montoya da einen Fehler drin. Jetzt sind es nur 4,6 Sekunden. Und ich merke auch, die Pace wird immer mehr. Umso mehr es sich an das Handling gewöhnt hat und das fehlende Force Feedback leider, wird das Auto immer besser. So, raus hier aus der Kurve. Gut, sehr gut. Ich glaube, das könnte ein persönlich schnellster zweiter Sektor werden. Weil mir fehlt ein bisschen die Konkurrenz. Wir haben ja noch keinen, gegen den wir kämpfen können. Sonst wäre das noch viel cooler. Ascari rein, 16.000stel nur noch langsamer als meine aktuelle Zeit. Das schreit nach persönlicher Bestzeit. Eventuell sogar schnellste Rennrunde. Aber da gibt es hier noch keinen Punkt. Also, das ist egal. Da vorne ist schon Giancarlo Fisichella. Ja, fuck, viel zu lang an der Bremse. Beim Rossbeschleunigen muss ich den ganzen Speed mitnehmen. Und jetzt wird's spannend, denn Fisichella ist in Sichtweite. Der ist gar nicht mehr weit weg. Und jetzt steht sie da. 49.000stel waren wir leider langsamer. Nein, der Rundenrekord. Wir waren 4 Zehntel schneller als der Rundenrekord. Wie geht das denn? Aber trotzdem, hä? Hä? Okay, ich habe keine Ahnung. Wir gucken uns das nachher nochmal an. Jetzt heißt es, wir jagen hier Fisichella, denn ich weiß nicht, ob Kimi vielleicht doch schon in der Box war und wir eventuell nicht mal mehr erst hier ums Podium fahren. 1 Zehntel waren wir nochmal schneller. Die Proportionen stimmen natürlich immer noch nicht. Die Strecke ist viel, viel breiter als in Wirklichkeit. Aber mich darf natürlich nicht vergessen, dass die Autos auch viel schmäler noch waren vor 15 Jahren. Ja, fuck, das war... Haarscharf, der beinahe Wegdreher hier. Ich muss echt aufpassen. Das kann nochmal gefährlich werden. Ich muss Fisichella einholen. Wir waren ja eigentlich Dritter. Also ich glaube nicht, dass Kimi schon war. Ja, das hat jetzt über 1 Sekunde gekostet. 1,9 Sekunden sind wir jetzt weg zu Fisichella, aber es sind 5 zu Kimi. Also ich denke mal, er war noch nicht in der Box. Mein Teamkollege
Oder nein, ein roter Punkt ist erster. Mein Teamkollege kann es ja nicht sein, der fährt ja vor mir. Bitte komm, Kimi, fahr jetzt endlich in die Box und sei schon noch nicht in der Box gewesen. Das wäre ein Traum. Das wäre ein echter Traum. Es fällt auch auf, dass die echt weit alle auseinander sind. Gerade der zweite vom dritten, das ist weit weg. Zwei Zehntel waren mir langsamer als. Ach so, das ist Sektor 3, was da oben angezeigt wird. Ja, das ist gut. Physikeller, den holen wir uns. Ich möchte mein Podium. Es tut mir leid, dass ich den Italiener rauswerfe. Aber ich will das Podium unbedingt hier in F1 Championship Edition. Come on. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Eine Zehntel schneller im ersten Sektor ist meine aktuelle Runde. Jetzt holen wir richtig. Jetzt machen wir richtig Druck auf ihn. Jetzt machen wir richtig Druck. Wir setzen uns hier neben Physikeller. Geht noch nicht. DRS oder so ist nicht da. Also wir müssen es wirklich auf die altmodische Methode schaffen. Auf Start und Ziel vermutlich werden wir da die beste Chance haben. Jetzt mal Ascari hüpft mir raus, dass er sieht. Ja, der ist da. Und ich gehe hier außen an. Nein, bitte nicht. Bro, was machst du denn? Okay, jetzt hat er hier ein bisschen verkackt. Da gehen wir außen an ihn vorbeigehen. Das ist absolut no simulation. Aber mir fällt auch auf, dass wir... Jetzt wieder nur Vierter? Hä? Wir waren doch die ganze Zeit Vierter. Ich verstehe jetzt nichts mehr. Ich verstehe gar nichts mehr. Das kann... Da stimmt doch irgendwas mit der Anzeige nicht. Es sind nur drei Leute vor mir. Achso, ja, es sind drei Leute vor mir. Ja, warum war ich dann die ganze Zeit Vierter? Hä? Egal. Es sind noch zwei Runden zu gehen. Vielleicht können wir da noch was machen. Kimi schaut nicht so stark aus. Ich muss halt pushen ohne Ende. Eine Zehntel, hier wieder langsamer nur. Und wir haben fünf aufgeholt auf Kimi. Wir haben fünf Zehntel auf Kimi Räikkönen aufgeholt und der schleicht aus der Kurve raus. Also der ist echt nicht besonders schnell. Wir dürfen aber nicht vergessen, der war nur ein paar Jahre später, ist er hier Weltmeister geworden. Und das sogar in Ferrari. Und ist somit noch immer noch der letzte Ferrari-Weltmeister überhaupt. Und jetzt noch einmal Ascari gut durchkommen. Er hat den Scheitel wieder mittelmäßig verpasst. Aber das sollte es gewesen sein. Ah, Alter, da rutsche ich weit neben die Strecke. Die Zeiten sind gut. 83.000stel nur langsam aus meiner aktuellen Zeit. Und noch einmal, sie zeigen mir schon wieder Boxen. Ich will nicht nochmal einen Reifenschaden an den... Mann, nicht wieder Benzinverlust oder so. Aber ich glaube, das sollte es gewesen sein, oder? War es das oder fahren wir... Doch, Checkered Flag, Leute. Wir beginnen das erste Mal in unserem Countdown ein Rennen. Holen uns hier nicht die schnellste Rennrunde. Okay, das war schon. Warte auf das Endergebnis. Ich freue mich extrem, Leute. Wir haben es geschafft. Wir beenden das erste Mal ein Rennen hier in unserer... Oh, Alter, was die hier für eine komische Linie fahren. Track Limit Sprint, nicht doch. Ach, du Kacke. Wir schaffen es wirklich. Endlich. Gut, mal gucken. Es wurde Michael Erster, Montoya Zweiter. Wer ist dann der andere Mond? Es ist eine komplett verpackte Aufstellung. Montoya haben wir aus der Box raus überholt. Und jetzt auf einmal ist Montoya wieder vor uns. Ich habe keine Ahnung, wie das gewertet wird. Wie Michael da wieder auf 1 gekommen ist und warum der einen roten Punkt hat. Ich habe keine Ahnung. Aber, ja. Ich freue mich trotzdem. Abonniert den Channel unbedingt gern kostenlos. Schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Oder schaut gerne später vorbei oder morgen. Und ciao.